Hallo und herzlich willkommen zur Halloween-Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast aus dem Spektrum-Bunker. Halloween, das ist die Jahreszeit des Grusels, der Kürbisse und der Untoten. Und auf der Straße begegnet man furchterregenden Kreaturen wie Vampiren, Zombies oder gar Innenministern. Aber all diese äußerlich bedrohlichen Wesen sind vergleichsweise harmlos gegen die echte Bedrohung an Halloween, nämlich die Fledermäuse. Die Fledermäuse tarnen sich an diesem Tag als harmlose Deko im Hintergrund, die keinem auch nur ein Haar krümmen kann, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen, denn Fledermäuse haben tatsächlich das Potenzial, die gesamte Menschheit zu vernichten. Und zwar durch die Viren, die sie in sich tragen. Zum Beispiel die hämorrhagischen Fieber. Das Nipah-Virus ist 1999 in Malaysia ausgebrochen, hat 260 Menschen infiziert und von denen über 100 getötet. Das ist eine Quote von 40%. In Australien dann auch aus Flughunden das Hendra-Virus, das über Pferde in die Menschen eingewandert ist. Das verursacht bei Menschen eine Sterblichkeit von 60%. Wie gesagt, man steckt sich über Pferde an, das heißt, von australischen kranken Pferden solltet ihr euch in Zukunft fernhalten. Um mal die Sterblichkeitszahlen im Vergleich zu sehen, die spanische Grippe vom Anfang des 20. Jahrhunderts, die hatte eine Sterblichkeit von ungefähr 10 bis maximal 20%. Das heißt, diese hämorrhagischen Fieber sind doppelt bis dreifach so tödlich wie eine der schlimmsten Seuchen in der Geschichte der Menschheit. Trotz dieser Gefahr sind die hämorrhagischen Fieber eher so ein bisschen Spaß am Rande für Apokalyptiker, einfach weil sie vergleichsweise kleine und begrenzte Ausbrüche verursachen. Wirklich problematisch im Hinblick auf globale Pandemien und Millionen Tote sind andere Viren, die von Fledermäusen übertragen werden, und zwar die Coronaviren. Benannt nach diesem schönen ringförmigen Halo um die Viruspartikel. Das bekannteste Coronavirus wahrscheinlich ist das SARS-Coronavirus, das vor 10 Jahren in Südostasien ausbrach und bevor man es wieder eingefangen hatte, 800 Menschen tötete. Inzwischen hat man auch nachweisen können, dass das SARS-Virus aus Fledermäusen kam, nämlich spezifisch aus chinesischen Hufeisennasen, deren Code Forscher eingesammelt haben. Und in dem haben die Wissenschaftler in dieser Studie aus dem Magazin Nature verschiedene Viren gefunden, die SARS sehr ähnlich sind und die, Überraschung, Überraschung, auch Primaten und Menschenzellen infizieren können. Das heißt, SARS war erst der Anfang. Es gibt in Fledermäusen noch weitere derartige Viren und früher oder später werden wir ihnen begegnen. Ja, eins dieser Viren, das uns Sorgen machen muss, ist zum Beispiel das MERS-Coronavirus, das von der arabischen Halbinsel stammt und bisher 60 Menschen getötet hat, eine Sterblichkeit von etwa 40%. Wirklich konkret, persönlich hier in Deutschland müssen wir uns aber vor allem Sorgen machen um das Tollwut-Virus, wenn wir an Fledermäuse denken, denn Fledermäuse übertragen Tollwut. 2013 hat man auch schon einen Fall von Fledermaus-Tollwut nachgewiesen. Und wie ihr sicher wisst, ist Tollwut eine der tödlichsten Krankheiten überhaupt. Wenn die Krankheit erstmal ausgebrochen ist, stirbt man auf extrem gruselige Weise, und zwar garantiert. Das heißt, Fledermäuse in Ruhe lassen und wenn euch eine Fledermaus beißt, kratzt oder sonst wie verletzt, sofort zum Arzt. Früher hat man aus Aberglauben oder Angst vor derartigen Erkrankungen Fledermäuse in großen Mengen getötet. Das ist eine wirklich dumme Idee, denn wenn man Fledermäuse tötet, spritzen Körperflüssigkeiten in alle Richtungen und natürlich auch auf euch. Und die toten Fledermäuse werden von Katzen, Hunden oder anderen Haustieren gefressen.
die dann die enthaltenen Viren zu euch in die Wohnung schleppen. Also nochmal, an Halloween lasst die Fledermäuse einfach in Ruhe. Und wenn ihr aus irgendwelchen Gründen doch mal eine Fledermaus anfassen müsst, tragt dicke Handschuhe. Und wie gesagt, wenn ihr verletzt werdet, sofort zum Arzt. Ja, das war der Gruselfaktor von Halloween. Wir werden alle sterben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.